Ja, Frau Steuersitz, Sie sind lange Jahre an vorderster Front auch bei den Grünen gewesen. Was für Sie auch überraschend, der Rücktritt heute von Eva Klawischnik? Na klar, war er für mich auch überraschend, weil ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet habe. Aber darum ist er umso bedauerlicher, ja? Weil die Gründe, die sie genannt hat für ihren Rücktritt, die sind schon, um das jetzt so ein bisschen neudeutsch zu sagen, ziemlich heavy. Ja? Und es ist kein Zufall, dass sie eine Frau ist und kein Mann. Ja? Weil? Naja, weil jetzt kann ich nur sozusagen mich darauf beziehen, wie sie das begründet hat. Und ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen, weil diese Frage des eigenen Verantwortungsbewusstseins gegenüber Familie, sich selbst, eine so entscheidende ist. Also es muss schon ein hohes Ausmaß an quasi Leidensfähigkeit offensichtlich in Österreich da sein, um überhaupt in einer politischen Funktion an vorderster Stelle zu sein. Und Eva Klawischnik, die war ja seit 2008 Parteichefin, also jetzt 9 Jahre in einer Spitzenfunktion, wo man dann im Übrigen praktisch fast ausschließlich von Männern immer umgeben ist in Runden. Da, ja, das heißt, man muss leidensfähig sein. Also ich war auch lang Politikerin, zwar nie an vorderster Stelle. Ich habe das immer so erlebt, dass Politik Freude machen muss, so wie jeder Mensch Freude am Beruf braucht und es auch vereinbar sein muss, mit Kindern sein muss, mit Familie sein muss, mit Eltern, die man hat, für die man auch Verantwortung hat. Und das ist das, was mich wirklich sehr, sehr nachdenklich stimmt. Ja? Dass es offensichtlich für Frauen noch einen ganz großen Unterschied macht, wenn solche Situationen kommen, als bei Männern. Ja? Weil ich kann mich jetzt ehrlich nicht erinnern, dass ein Politiker quasi je zugegeben hätte oder es überhaupt in Erwägung gezogen hätte, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass die eigene, also das eigene, ich nenne es jetzt Wohlbefinden und die Verantwortung gegenüber noch Kindern, relativ kleinen, sozusagen zu einem Berufswechsel führen. Wenn Sie jetzt die Grünen sich anschauen, es hat auch interne Querelen gegeben, das dürfte auch eine Rolle gespielt haben. Also ich kann überhaupt, ich bin in keinem grünen Vorstand oder so, das entzieht sich jetzt das sozusagen meiner Kenntnis, aber ich denke sehr stark an den seinerzeitigen Rückzug von Madeleine Petrovic als Parteichefin. Es war eine fast ähnliche Situation, denn sie ist auch wahnsinnig gefordert gewesen und sozusagen dieses ständig in der Öffentlichkeit stehen fordert wahnsinnig viel ab. Ja? Und daran habe ich heute gedacht. Also das war in den 90er Jahren. Also 2 extrem erfolgreiche Parteichefinnen, ja, haben die Grünen aus meiner Ansicht nach ganz ähnlichen Motiven, ja, jetzt muss man sagen, verloren. Ja? Denn Eva Klawischnik war eine Superpolitikerin. Ja? Sie war immer in ihren Statements total kohärent, war immer sozusagen zielbewusst, hat nie irgendwie Anlass geboten, jetzt aufgrund ihrer politischen Forderungen oder ihres Auftretens, ich rede jetzt von innerhalb der Grünen, irgendwie unzufrieden zu sein. Ja? Die Ausrichtung der Grünen insgesamt, das ist sehr stark Sache der Bundessprecherin und damit Parteivorsitzenden, aber nicht ausschließlich allein. Offensichtlich reden da viele andere, und jetzt vor allem männlich konnotiert, mit. Jetzt geht es natürlich auch um die Nachfolge. Spekulationen wollten Sie nicht machen, aber sollte es Ihrer Meinung nach doch wieder eine Frau sein? Na, es gibt nur zwei Geschlechter, also in dem Fall jetzt 2 Geschlechter zur Auswahl, ein Mann oder eine Frau. Und da fragen Sie eine Frau, was sie sich wünscht. Na, selbstverständlich wünsche ich mir mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Und ich wünsche mir selbstverständlich auch eine Frau als grüne Spitzenrepräsentantin, weil das Modell hat sich sehr bewährt. Einfacher wird es jetzt nicht in diesem Dreikampf von Männern geführt, Kern, Kurz, Strache beim Nationalratswahlkampf, sich da auch als Grüne insgesamt zu behaupten, egal wer an der Spitze steht. Naja, erstens einmal ist es für Frauen in der Politik generell schwierig, ob es jetzt einen Drei- oder einen Zweikampf oder einen Siebenkampf gibt, denn Frauen haben einen anderen Zugang insgesamt, ja, einen viel positiveren. Also ich denke jetzt an
Vorbilder, die ich in der Politik hatte, von Johanna Donal begonnen bis Barbara Prammer, aber auch aktuelle Politikerinnen, die es jetzt gibt, weil es ist einfacher. Eine Frau ist für eine Frau ein Vorbild. Männer können ja schon deshalb keine Vorbilder sein, weil sie Männer sind. Man kann versuchen, Elemente, die sie erfolgreich führen, auch umzusetzen. Aber da bin ich schon ganz strikt. Ja, Frau ist Frau und Frau ist wichtig. Und den Frauen, bitteschön, gehört die halbe Welt. Aber noch ist es so, dass wir sie nicht zugestanden bekommen. Also wir Frauen, meine ich.